Leute, jetzt gibt es eine Ansage an Insekten von ein Holzkopf. Und ich muss sagen, Leute, wir müssen uns nichts vormachen. Der Sommer kommt, der Frühling ist schon fast da, die ersten Sonnenstrahlen. Was bedeutet das? Die Insekten kommen aus ihren freaking Löchern gekrochen. Ich hatte schon wieder die erste hier Fliege bei mir in der Wohnung. Also vielleicht hat die hier auch gewohnt, Mitbewohner von mir. Aber sie waren da und sie werden kommen. Und es wird passieren, dass ich beim Fahrradfahren wieder irgendwie ein Insekt verschlucke oder dass mir eins ins Auge fliegt oder was auch immer. Ich, ganz ehrlich, ich bin ein tierlieber Freund. Ich mag Hunde, ich mag Katzen, eigentlich mag ich fast alle Tiere. Aber ich muss zugeben, ich habe wirklich eine große Abneigung gegenüber Insekten. Ist einfach so. So bin ich nun mal. Ich bin ja auch nicht perfekt. So, let's go. Sommer. Perfektes Wetter fürs Schwimmgehen, fürs Eisessen, entspannen, von Insekten und anderen Viechern belästigt und gestochen werden, spazieren gehen und... Warte, was? Ja, und dann, dann sind wieder die Mücken da. Oh, dieses... Kennt ihr das? Was? Wo ist die? Und dann, okay, schlaf wieder. Ohne Witz. Ich hasse das. Mücken können mich mal gerne am Ohr Weiter. Während man durch diese Hitze komplett schmilzt und sich auch das Versuchen zu schlafen und zu arbeiten deutlich schwieriger macht. Oh ja, sorry, ich muss einfach in Sachen Hitze. Es ist einfach so, obwohl ich hier mittlerweile so eine kleine mobile Klimaanlage habe, ist es oftmals doch im Sommer, wenn dann wirklich hier so 30 Grad sind, echt, weil mein PC produziert viel Hitze, die Monitore, die Lichter, alles. Es ist prädestiniert dafür, dass ich hier schmilze. Ach, ich weiß, es ist Jammern auf hohem Niveau, ganz ehrlich, aber mich nervt es einfach, weil ich bin schon eher so hitzeempfindlich. Ich bin ein Kältetyp. Ich mag zwar auch den Sommer, aber ich mag keinen Sommer, wo die Temperaturen über 25 Grad steigen. 25 Grad ist so gerade die Grenze bei mir. Liegt es natürlich nahe, das Fenster zu öffnen, damit es kühler wird. Aber dann kommen sie rein. Aber nein. Dann bahnt sich natürlich auch das nächste Problem an. Sie finden Insekten. Sie kommen. Kannst du nicht einfach deinen verdammten Schal ausziehen? Niemals. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr ein ekliges Insekt oder eine Spinne an der Wand oder an einer Decke seht? Ja, aber es kommt drauf an. Ich möchte ganz kurz sagen, ganz kleine Spinnen ohne dicken, fetten Körper, mit denen komme ich klar. Aber sobald die Spinnen so einen richtig fetten, ekligen, saftigen Körper haben, hasse ich sie. Nee, kann ich nicht mit umgehen. Sie beobachtet, kurz wegschaut und sie dann weg ist. Oh. Und dann auch dieses komische, schlimme Gefühl habt, es könne überall sein. Unterm Kopfkissen, ziemlich nervig. Das ist aber im Vergleich zu Insekten, die einen stechen können, nicht ganz so schlimm. Das Jucken, aber wissen, dass es Kratzen nicht gut ist, ist... Und ich bin eine Person, die... Ich hatte als Kind, und ich weiß nicht, warum die ausgerechnet bei uns in der Nähe waren, bei uns gab es viele Libellen. Und als Kind hatte ich panische Angst vor Libellen, weil die halt so auch so einen fetten Körper hatten. Und ich dachte, Alter, die sind so groß. Und mein Vater meine Mutter hatte mir erzählt, dass die auch stechen können. Und dann dachte ich mir, Alter, Junge, wenn eine Biene so klein ist und eine Libelle so fett, dann muss deren Stachel und die Schmerzen astronomisch hoch sein. Mittlerweile weiß ich, dass Libellen, glaube ich, äußerst selten stechen und dass das alles unwahrscheinlich war. Aber ich bin immer weggerannt, Alter, vor den Libellen. Häufig das Ziel von Mücken oder anderen stechenden blöden Insekten ist. Ich hab mal wieder Lust, jemanden zu stechen. Leute, lasst mal jemanden stechen. Und ich werde auch immer gestochen. Ja, wen denn? Lasst mich überlegen. Jede Mähne müsste... Ja, so ist es auch bei mir. Holzkopf, sage ich schon. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Türkei-Urlaub, 35 Stiche oder 36, obwohl ich mit meinen Eltern in einem Zimmer geschlafen habe. Und die wurden so gut wie nie gestochen. Ich weiß nicht mal mehr, ob da überhaupt ein... Aber scheinbar hatte Pedizel einfach so super süßes, schmackhaftes Blut, dass sie da einfach richtig schön rein da. Einmal zum Beispiel hat meine Klasse eine Klassenübernachtung in Zelten an so einem Ort gemacht, wo ich mit jemand anderem ein Zelt geteilt habe. Und ich, bevor wir eingeschlafen sind, auch alles richtig geschlossen habe und sogar eine lange Hose getragen habe. Nächste Nacht, wie viele Stiche hatte ich? Ungefähr 6 oder so. Und wie viel hatte der andere? Keine. Was zur Hölle? Erste Klassenfahrt beim Gymnasium. Ich wache nach irgendeiner Nacht auf und es juckt an meinem Kinn/Halsbereich, da ich spüre, dass ich dort gestochen wurde. Im Laufe des Tages hat es zwar weniger gejuckt, aber es fühlte sich so an, als wäre es angeschwollener geworden. Oh nein. Eine Lehrerin hatte mich auch irgendwie angesprochen und gefragt, was das Angeschwollene da war und ob es jucken würde. Schließlich ging ich zu meinem Spiegel und sah nichts.
So schlimm ist es doch gar nicht, oder? Holy moly. Wie es aussieht, hatte ich einen relativ großen Stich von irgendeinem Insektenviech an meinem Hals/Kinnbereich, der zu diesem Zeitpunkt kaum mehr gejuckt hat. Ich hoffe mal, dass ich nicht irgendwie allergisch gegen irgendwelche Mücken oder anderen Insekten bin. Oder hoffentlich war es keine super krasse, mega böse Supermücke, die irgendwie... Manchmal reagiert man aber auch allergisch auf gewisse Sachen. Also ich hatte auch schon irgendwelche allegedly Mückenstiche, die dann auch so richtig fette Dinger waren. Das ist dann wahrscheinlich irgendein anderes Tier, was stechen kann. Was gibt's denn sonst noch so? Ich habe für die nächsten Tage versucht, diese Stelle möglichst gut zu verstecken oder so. Aber neben Mücken und anderen Insekten, die einen stechen, gibt es noch das pure Böse. Die Was? Fieslinge unter den Insekten. Was denn? Meine Nummer 1, wenn es um puren Abfuck geht. Na? Wespen. Achso. Was sind das für Viecher? Nicht nur, weil sie einen immer belästigen und ankommen. Vor allen Dingen, die machen doch nicht mal Honig, oder? Wespen machen doch nichts, außer einem richtig auf gut Deutsch gesagt, auf den Sack gehen. Ey, Wespen sind so... Und wenn man irgendwie etwas Essbares hat und einen einfach kommen. So schmerzhaft stechen können. Nein, nimm dir eine Biene. Mach sie weniger cute und hässlich, entferne ihren Nutzen und füge das Verlangen zu nerven und zu stechen hinzu. Ja, woher kommen die denn? Leute, sag mir das mal bitte. Haben Wespen irgendeinen Nutzen? Also abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich von irgendwelchen anderen Tieren gefressen werden. Aber welchen Nutzen haben Wespen? Ich hasse sie. Und herzlichen Glückwunsch. Sie haben ein nutzloses, nerviges Tier. Auch genannt Wespe. Letztens war sogar mal wieder eine in meinem Zimmer. Die fliegen ja auch nicht raus. Die finden den Weg nicht. Und was denkt ihr, hat sie getan? Ist sie wieder rausgeflogen? Ja, natürlich nicht. Wisst ihr, was sie getan hat? Sie ist im halben Sekundentakt mit Vollgas von einer Wand meines Zimmers zur anderen geflogen. Das ist absolute Panik. Muss das nicht. Diesen Moment, ich hasse ihn, wenn sie dann immer nach links, rechts, hier und du machst alle Fenster auf, alles hier, komm raus. Boom, bam. Und du denkst dir so, oh nein, bitte, bitte. Ich bin einfach dann für ein paar Minuten aus dem Zimmer gegangen, weil die Wespe ja irgendwie rausfinden würde. Nee, das darfst du nicht machen, weil dann kommt nämlich der Moment, dass sie irgendwo sich einen Platz sucht, du denkst, ah, sie ist rausgeflogen. Und dann bin ich hier wieder am Arbeiten, dies, das, Ananas, und auf einmal so, oh Gott, ist sie unterm Schreibtisch. Und du denkst, yo, jetzt werde ich gleich gestochen, du fällst vom Tisch, vom Stuhl und Tja, ich gehe also wieder ins Zimmer und höre und sehe ihn nicht mehr. Genau, aber gut, er ist im Bett. Bestimmt ich sitze einfach so auf meinen Stuhl und schau dann, boom. Die Wespe krabbelt einfach auf dem Boden herum und zaffert, weil sie nicht mehr fliegen kann oder so. Ja, verdient, ne? Aber wie hat dieser Kotbengel jetzt überhaupt überlebt? Naja, ich glaube, ich muss jetzt erstmal versuchen, in der Hitze zu überleben und gegen die Wespen zu überleben. Und hiermit leide ich einfach zu Endkarte. Fliegen sind genauso schlimm. Ach so. Das Video ist kürzer als sonst, denke ich mal. Ist doch egal. Mehr kriege ich bei dieser Hitze aus meinem Gehirn nicht raus. war geil. Ich habe mich so angesprochen gefühlt und ich kann das spüren. Ich mag auch keine Insekten. Geht weg mit Insekten. Also klar, sie haben einen Nutzen. Und es ist ja gut, dass es sie gibt. Aber sie dürfen mir ja trotzdem auf den Sack gehen.